Und da erleben wir in einem Film Jackie Schwarz als ganz jungen Mann in Ich war 19. Da werden dann überraschend friedliche letzte Tage nach der russischen Übernahme, nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Neben Solo Sunny, Der geteilte Himmel oder Sonnensucher ist Ich war 19 eines der Denkmäler, die sich Regisseur Konrad Wolf, also einer der bedeutsamsten DEFA-Regisseure überhaupt, selbst erschaffen hat. Michael Kohlhase hinter der Kamera. Heute vor 45 Jahren erlebte der Film seine Uraufführung. Hier der Stichtag mit Thomas Hartmann. Ein junger Mann. In Köln und Moskau ist er aufgewachsen. Seine Eltern sind aus Deutschland emigriert, als er 8 Jahre gewesen ist. Nun ist Gregor 19 und Leutnant der Roten Armee, der sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs um und in Berlin bewegt. Achtung, Deutsche! Die Rote Armee stößt unaufhaltsam über die Oder vor. Sie ist nur noch 150 bis 200 Kilometer von den Armeen Eisenhowers und Montgomerys getrennt, die mit ihren Spitzen an der Elbe stehen. Gregors Aufgabe besteht vor allem darin, mit Hilfe eines Lautsprecherwagens Deutsche zum Strecken der Waffen zu bewegen. Er macht sehr unterschiedliche Erfahrungen, die mal tragisch, mal gefährlich, ernüchternd, sogar absurd ausfallen können. Absurd etwa, wenn sowjetische Soldaten in Bernau einmarschieren und überraschend auf eine Dienststelle der Nazi-Armee treffen, in der gearbeitet wird, als sei nichts geschehen. Wie kommen Sie hierher? Was machen Sie hier? Mich interessiert, was Sie hier noch machen. Wir haben heute früh unsere Arbeit aufgenommen, wie immer. Und Sie wissen nicht, dass unsere Panzer seit gestern hier durch sind. Wir haben gestern nicht gearbeitet. Wir kommen mit dem Bus aus Berlin. Konrad Wolf bringt Ich war 19 im Februar 1968 ins Kino. Seine eigene Biografie, seine eigenen Erlebnisse dienen ihm dabei als Ausgangspunkt. Aber durch andere Einflüsse, so durch die Zusammenarbeit mit Drehbuch-Co-Autor Wolfgang Kohlhase, hat sich der ganze Stoff vom im engen Sinne autobiografischen entfernt und hat, so hoffe ich, auch andere mir damals nicht so geläufige und bekannte Aspekte mit einbezogen. Erzählt Konrad Wolf. Warum er diesen Film machen will? Wolfgang Kohlhase meint rückblickend: Es war ihm ein Bedürfnis, von dieser Zeit zu erzählen. Er war nur tief im Zweifel, ob das irgendjemand interessieren könnte. Ob diese sehr besondere Geschichte auf ein Publikum, das ganz andere Lebensläufe hatte, in irgendeiner Weise zutreffen könnte. Um insbesondere jungen Leuten einen leichteren Zugang zu ermöglichen, agiert Wolf mit einer Hauptfigur, die alles andere als heroisch auftritt. Sein Gregor wirkt manchmal unsicher, sogar überfordert. Gespielt wird er vom damaligen Schauspielstudenten Jackie Schwarz. Es ist ja immer so, dass zum Beispiel ein junges Fohlen, ja, das in der ganzen Unbeholfenheit ja auch eigentlich sehr große Sympathien immer gleich erweckt und dass man eigentlich ihm helfen will. Ja. Und das wollte ich auch, dass Verständnis entsteht. Mit Ich war 19 liefert Konrad Wolf einen sehenswerten Film. Einen Film, der den mitdenkenden Zuschauer voraussetzt, weil die Macher sich weigern, immer gleich die Botschaft mitzuliefern. Aber auch, weil Ich war 19 die Realität schönt. Die Verbrechen der Roten Armee an der Zivilbevölkerung, die Vergewaltigungen, Plünderungen werden nur sehr, sehr zaghaft angedeutet. Bloß hätte ein Film, der dies deutlich zeigt, 1968 keine Chance gehabt, ins DDR-Kino zu kommen.